Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Hi. Hi, wie geht's dir? Super. Super. Ja, uns geht's auch gut. Gut. Ja? Ja, hi, ich bin der Mirko. Ich bin 24. Ich bin 2020 im Dezember Papa geworden. Meine süße Tochter lebt mit meiner Freundin zusammen. Mensch, schon der zweite junge Papa heute. Sieht langsam nach einem Trend aus. Wow. Also voll im Family-Leben, aus dem Nichts drin, aber ich liebe es. Und das Leben endet sich dann doch das richtig. Das Leben ist turbulent, aber es macht doch mehr Spaß. Also aber es gefällt dir, super, sehr gut. Es ist geil. Mirko, wie bist du zur Musik gekommen? Ich habe durch einen Freund angefangen, so in einem Tonstudio ein bisschen Musik zu machen. Am Anfang nur Hip-Hop. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, ein bisschen selber Musik zu machen. Okay. Alles auf Deutsch. Mir liegt das einfach viel, viel mehr, weil ich in meiner Muttersprache mich einfach so perfekt gut ausdrücken kann. Cool. Habe mir im Keller bei meinen Eltern zu Hause so ein kleines Tonstudio mir selber aufgebaut. Super. Mach meine eigene Musik. Toll. Was würdest du singen für uns? Ich habe für euch von Annemai Kantenreit oft gefragt dabei. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Und ich habe auch gehört, mich das zu fragen. Wenn ihr das hören wollt. Ja, bitte. Gerne. Mag den Song sehr gerne. Bin ich gespannt. Mhm. Ich denke auf jeden Fall, dass er weiterkommt. Also, ich habe da keine Bedenken. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen, ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du. Du hast mich abgeholt und hingebracht. Bist mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich hab in letzter Zeit so oft daran gedacht. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt, und ich hab aufgehört, mich das zu fragen. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Okay, danke schön. Ich wünsche mir auf jeden Fall für ihn, dass er Superstar wird. Natürlich bist du noch nicht der größte Sänger, aber du bist ein Typ. So, ja. Du machst deine Musik, du bist auf jeden Fall eine spannende Type, die hierher passt. Ja, wir suchen etwas Außergewöhnliches und da bist du, finde ich, irgendwie genau richtig. Danke. Ilse? Ich finde es auch, du bist echt großartig. Du hast einen tollen Sound, sehr außergewöhnlich. Dankeschön. Das finde ich schön, eine sehr gute Qualität. Und du werfst dich einfach rein mit alles, was du hast. Ja. Und das ist, denke ich, das Wichtigste in Musik. Nicht zurückhalten, einfach gehen. So für mich, ich hab's geliebt. Dankeschön. Tobi? Manche Sänger kommen rein oder Sängerinnen kommen rein und sind technisch perfekt und super Range und alles by the book. Und bei dir, da sind ein paar schiefe Noten dabei. Aber ich finde, du hast was Markantes in der Stimme. Da ist ein Wiedererkennungswert da. Und das bedeutet mir mehr als Perfektion. Oh, danke schön. Ja. Ich hab so auf deine Worte gehofft, wirklich. Weil du mit so vielen Leuten Musik gemacht hast, wo ich einfach sage, das sind Größen. Und wenn so jemand was zu mir sagt, weil ich so gerne Musik mache, dann bedeutet mir das alles. Dankeschön. Tobi? Klares Ja. Klares Ja. Dreimal Ja, bis zum Recall. Yeah, baby. Hier ist dein Recall-Ticket.
Der musste sein. Ja, lass ihn raus und liebe Grüße an deine Freundin oder Frau und an deine kleine Prinzessin. Tschüss. Guter Typ.